Penny mag das schwarze Schaf der Big Bang Crew sein, doch zumindest bei einer Gelegenheit war sie eher so etwas wie eine große Tyrannin. Die Schauspielerin Kaley Cuoco spielte Penny 12 Staffeln lang in The Big Bang Theory. In gewisser Weise basiert die gesamte Serie auf ihrem Eintritt in das Leben der wichtigsten Nerds der Serie und den verschiedenen Arten, wie sie den Blondinen-Klischees gerecht wird und sich ihnen widersetzt, welche eine frühe Quelle für den einzigartigen Humor der Serie darstellen. I'm a vegetarian, no, except for fish and the occasional steak. I love steak. Well, that's interesting. Penny gibt ihr Debüt im Pilotfilm als hübsches Mädchen, das gegenüber von den brillanten, aber gesellschaftlich unbeholfenen Caltech-Wissenschaftlern Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter einzieht. Leonard verliebt sich sofort in die Kellnerin und möchte gern Schauspielerin der Cheesecake Factory. Das taffe Bauernmädchen aus Nebraska, das Wein, Schuhe und Promi-Klatsch, Videospiele und Comics vorzieht, beginnt eine 9-jährige Beziehung mit Leonard, die damit endet, dass die beiden in Staffel 10 endlich den Bund fürs Leben schließen. Ein großer Teil des Humors von The Big Bang Theory stammt von Penny, die sich über Leonard, Sheldon und ihre Freunde als Streber lustig macht, sowie von ihrem eigenen, albernen und koketten Verhalten. Auch die ungewöhnliche Romanze von Penny und Leonard ist Gegenstand zahlloser Witze, die das Publikum immer wieder daran erinnern und stahl später das undurchdringliche Metall Adamantium für seinen neuen Körper. Es gibt jedoch auch Momente, bei denen man nur schwer ignorieren kann, dass Penny und Leonard nicht zueinander passen, was der Sitcom Momente verleiht, die schwer zu ertragen sind. In Staffel 7, Episode 12, Keine hübschen Frauen, gibt es sogar eine Szene, in der sich die Fans einig sind, dass Penny mit ihrem schlechten Umgang mit Leonard zu weit geht. Are you kidding me? In Staffel 7, Episode 12, Keine hübschen Frauen, wird Penny in einer Episode von NCIS besetzt. Nachdem ihre Szene herausgeschnitten wurde, erzählt eine deprimierte und betrunkene Penny Leonard, dass sie 10 Jahre in Kalifornien verbracht hat und nichts vorweisen kann. Leonard weist ihr darauf hin, dass sie ihn hat, woraufhin Penny ihm Recht gibt und einen Antrag macht. Let's get married. What? Als Leonard zögert, wird Penny wütend, nimmt den Antrag zurück und stürmt aus Leonards Wohnung. Leonard beginnt sich zu fragen, ob er und Penny eine gemeinsame Zukunft haben. Und man merkt, dass Leonard ein gebrochenes Herz hat. Während der gesamten Folge behandelt Penny Leonard schlecht, besonders wenn er etwas tut, was sie als Kritik oder Ablehnung empfindet. Die Fans diskutieren auf Reddit über diese Folge und diese spezielle Szene, wobei ihre Kommentare kein schmeichelhaftes Bild von Penny zeichnen, denn alle sind fest auf der Seite von Team Leonard. Ein Nutzer schrieb, ich glaube, dass Leonard das Richtige getan hat, als er zu Pennys betrunkenem Antrag Nein sagte. Wenn er Ja gesagt hätte, hätte er das Gefühl, dass er sie in ihrem betrunkenen Zustand ausgenutzt hätte. Ein anderer Redditor war besonders unfreundlich in seiner Einschätzung von Penny und schrieb, Penny ist eine waschechte Alkoholikerin. Ich kann mich an keine Folge erinnern, in der sie nicht getrunken hat. Gibt es eine? Ein anderer Nutzer ging noch weiter auf Penny ein und schrieb, Penny ist egoistisch, unhöflich und manchmal grausam zu dem Mann, den sie eigentlich lieben sollte. Leonard scheint keine Würde mehr zu haben. Das ist ein ziemlich harter Schlag für unsere blonde Heldin. Vor allem, wenn man bedenkt, in welch heiklem Zustand sie sich in dieser Folge befindet. Man sollte bedenken, dass Penny gerade eine große berufliche Enttäuschung erlebt hat, die sie zu Recht ein wenig empfindlich gegenüber jeder weiteren Zurückweisung in ihrem Leben machen könnte. Vielleicht hätte Pennys Reaktion auf Leonards Zögern, ihren Heiratsantrag in The Big Bang Theory anzunehmen, mehr Sympathie bei den Zuschauern geweckt, wenn die Fans nicht bereits Probleme mit ihrer Beziehung hätten. Es mangelt nicht an Reddit-Chats, die sich dem Thema der Partnerschaft von Penny und Tech anzukommen, leitet diese Version von Abner Krill. Ein Reddit-Thread mit dem Titel Ich hasse Penny besteht aus rücksichtslosen Verunglimpfungen der Figur. Wie ein Nutzer es formuliert, sie streitet sich ständig mit Leonard und tritt ihn mit Füßen. In Anbetracht von Pennys negativem Verhalten, nachdem Leonard bei ihrem Heiratsantrag nicht so reagiert hat, wie sie wollte, ist diese Meinung nicht unbegründet. Penny versucht, Leonard auszunutzen, um sich besser zu fühlen, während sie gleichzeitig seine Gefühle für sie ausnutzt. Leonard machte Penny einen Heiratsantrag, lange bevor sie den ersten Schritt machte. Er fragte sie zum ersten Mal in The Big Bang Theory Staffel 5 Episode 23, falscher Ort, falsche Frage, woraufhin sie mit Frustration und Wut reagiert, zum Teil wegen Leonards schlechtem Timing. It's the heat of the moment! No, the heat of the moment is, oh yeah, just like that, not will you marry me! Wie ihr euch vielleicht denken könnt, sagt sie ihm schließlich nein. Manche enttäuschte Fans interpretieren das so, dass für Penny eine Zurückweisung nur dann verständlich oder akzeptabel ist, wenn sie diejenige ist, die nein sagt. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und TV-Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video zu verpassen.